Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und bewertet auf jeden Fall das Video. Baby Ekeline, ich komme sofort hoch, warte. So, haben wir hier irgendwas Leckeres? Ah, da sind die ja, Leute. Schwedische Fleischklößchen, die sind so lecker. Schaut ihr euch mal genau an. Da ist die Schwedenflagge, Leute. Cool, ne? Schwedische Fleischklöße, die gibt es im Ikea zu kaufen. Die habe ich mir gerade geholt. Und hey, Freunde, abonniert auf jeden Fall als allererstes den Kanal hier. Drückt auch rechts daneben auf die Glocke, mit dem Teil der Ikea-Army werdet. Und Leute, heute wird es richtig spannend. Denn heute müssen wir einen Mordfall aufklären. Das wird super duper lustig. Und wenn ihr das cool findet, dann müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ja. Aber zuallererst gehen wir erstmal hoch zu Baby Ekeline. Hey, hast du mitbekommen? Gestern um 3 Uhr nachts ist etwas Mieses passiert. Königin Elsa wurde nämlich gefunden. Die wurde... Du weißt schon, ne? Was denn, Iki? Was ist mit ihr passiert? Naja, stell dir mal vor, ich stehe hier, ja? Und jemand kommt von hinten mit einem Messer und macht... Was passiert dann? Du würdest bewusstlos umfallen. Ganz genau, Baby Ekeline. Und genau das ist passiert mit Frozen Elsa, mit Königin Elsa. Ich glaube, die ist da drüben irgendwo. Wir müssen dahin. Schnell. Ich muss mich umziehen, Leute. Okay, erstmal umziehen als Polizist. So, hier ist meine Pew Pew. Die nehmen wir jetzt. Und wir gehen schnurstracks zum Tatort. Wir müssen uns beeilen. Ich zeige euch jetzt ganz genau, wo der Tatort ist. Und dort wartet auch schon die ganze Polizeibrigade auf uns. So, ich zeig's euch, da drüben ist es nämlich. Vor dem Schwimmbad ist nämlich der schlimme Mordfall passiert. Und wir müssen unbedingt den Mordfall aufklären. So, Beeilung. Wir gehen hier rüber. So, hier ist auch schon das Schwimmbad, seht ihr das? Da ist so ein riesiges Poolbecken, da ist sogar eine Wasserrutsche. Und hier geht's auch lang. Und hier irgendwo müssten die Leute sein. Leute, seid ihr bereit? Wir werden jetzt einen Mordfall aufklären. Wir sind heute Detektive. Oh, das wird cool. Detektive. Was ist da vorne los? Oh mein Gott, Babykin ist schon da. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott. Ein Pool. Königin Elsa. Oh oh. Und was ist das? Oh oh. Das... duftet ganz stark nach das rote Zeug, was im Körper eines jeden Menschen ist. Nein, Blut! Königin Elsa, nein! Baby Ekeline, was ist hier passiert? Iki, Königin Elsa wurde hier gefunden. Du musst jetzt herausfinden, wer es gewesen ist. Wer ist der Täter? Wer der Täter ist? Hallo, Officer und Officerin, was ist hier los? Hallo Eki, du musst herausfinden, wer der Täter ist. Wir brauchen deine Hilfe, weil du ja so intelligent und brillant bist. Kannst du es herausfinden? Das hier sind die Verdächtigen. Die Verdächtigen, Leute. Darf ich vorstellen? Zu meiner Rechten haben wir Tod. Dann haben wir Mario. Scusi, it's me, Mario. Dann haben wir hier Amy und Peach. Dann haben wir noch den alten Jenkins. Hey, ich will nach Hause. Oh, Moment mal, ich hab gar kein Zuhause. Und Miraculous Ladybug, du auch? Ich bin's nicht gewesen. Dieser Typ hier duftet voll komisch. Kann ich bitte wieder nach Hause? Wartet mal, Moment, Moment, Moment. Ihr seid leider alle hier die Verdächtigen. Deswegen muss ich jetzt nach und nach erstmal durchgehen, wie das Ganze hier passiert ist. Okay, was ist gestern um 3 Uhr nachts passiert? Officer, was ist denn passiert? Also, wir haben Königin Elsa hier gefunden und da lag das ganze Blut. Und schau mal in den Kisten nach, vielleicht können sie dir ja weiterhelfen. Okidoki. Da haben wir hier die Kiste. Das ist die Kiste von Königin Elsa. Da ist ein Creeper-Cookie drin, ne? Oh mein Gott, das ist ja richtig nice. Lecker. Okay, das bedeutet, sie hat gebacken. So, dann ist da noch ein Fernseher. Sie wollte Fernsehen. Dann ist da noch eine Puppe und eine Creeper-Cola. Okay, und sie hat hier gechillt mit einer Quietsche-Ente. So, tot. Dann würde ich gern von dir wissen,
Was ist in deiner Kiste? Ich hab's nicht getan! Ja. Ich schaue in deine Kiste nach. Okay, Leute. Wir gucken jetzt gemeinsam in die Kiste von Tod nach. Mal sehen, ob er es gewesen ist. Die Tatwaffe ist auf jeden Fall hier ein Messer gewesen. Mal sehen, ob wir hier ein Messer finden. Ein Schwamm? Und Spinnenwebe? Was hast du denn bitte getan, Tod? Ich habe aufgeräumt. Du hast sauber gemacht mit dem Schwamm. Oh! Zeig mal her. Ist das auch wirklich echte Spinnenwebe? Und ein echter Schwamm? Oh mein Gott! Und kann man das damit wirklich wegmachen? Das dauert aber ganz schön lange, das damit wegzumachen, Tod. Sicher, dass du hier sauber gemacht hast? Scusi, er hat wirklich sauber gemacht. Ich habe es gesehen. Okay, wenn ihr das sagt, dann muss ich euch einfach mal glauben. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier die Spinnenwebe wegmachen. Okay, hier hast du deinen Schwamm zurück. Okay, Leute, Tod hat schon mal ein Alibi. Der hat sauber gemacht, der war es nicht. Gut, Tod, dann kannst du jetzt bitte gehen. Kommen wir nun zu dir, Mario. Hände hoch oder ich mache piu 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 piu. Scusi, ich bin es nicht gewesen, Niki. Ich habe Pilze gesammelt. Pilze hast du gesammelt? Gestern um 3 Uhr nachts? Ist das dein Ernst? Wer geht bitte um 3 Uhr nachts Pilze sammeln, Mario? Veräppeln kann ich mich auch alleine. Iki, du musst nachdenken. Das sind Mitternachtpilze. Die kommen nur heraus, wenn es 3 Uhr nachts ist. Oh, du hast Mitternachtspilze gesammelt. Okay, das ergibt Sinn. Mitternachtspilze, Leute, die wachsen nur in der Nacht. Gut, Mario. Mario und Toad sind es nicht gewesen. Du kannst gehen. Kommen wir nun zu euch beiden. Peach und Amy Rose. Seid ihr es gewesen? Habt ihr Königin Elsa mit einem Messer gepiu-piut? Seid ehrlich, habt ihr sie aufgeschnetzelt? Ricky, nein, ich bin die ganze Zeit mit Ricky gewesen. Und wir haben für Ricky ganz viele Blumen gesammelt. Ja, es stimmt. Wir haben Blumen gesammelt. Ja. Das kontrolliere ich nach. Stehen bleiben! Ihr rührt euch nicht von der Stelle. Und wir gucken jetzt nach, Leute. Was ist in der Kiste von Amy Rose und Peach? So, wenn da jetzt ein Messer drin ist, dann weiß ich ganz genau, dass ihr das gewesen seid. Heidewada! Blumen. Eine Sonnenblume. Und eine Lilie. Oh mein Gott! Die drei sagen die Wahrheit. Ihr sagt die Wahrheit, Mädels. Aber Moment mal. Da ist eine Schere. Mit der Schere könntet ihr sie vielleicht aufschnetzeln können. Ja. Guck, mit einer Schere kann man Schnetzel machen. Ecki, das ist Quatsch. Die Schere haben wir benutzt, um die Blumen zu pflücken, damit wir sie nicht verletzen. Mit der Schere haben sie die Blumen gepflückt? Mal sehen. Man kann mit der Schere... Okay, die ist auch wirklich stumpf. Okay, ich glaube euch. Ihr beiden seid es nicht gewesen. Ihr könnt abzischen. So, mein Lieber, kommen wir nun zu dir. Du alter kleiner Jenkins, was hast du gestern um 3 Uhr nachts getan, hä? Sag es. Ecki, ich habe kein Zuhause. Was soll ich denn sonst getan haben, außer draußen zu sein? Aha, du bist also hier gewesen. Was hast du in deiner Kiste? Ein Messer? Sei ehrlich. Ecki, ich habe die ganze Nacht gebuddelt. Ich schäme mich. Warum hast du gebuddelt die ganze Nacht? Ich suche nach seltenen Dinosaurierknochen. Was? Dinosaurierknochen? Das glaube ich dir nicht. Ich gucke jetzt nach. Ha! Oh, eine Diamantspitzhacke und eine Diamantschaufel. Wo hast du bitte Diamantsachen her? Ich hab die gefunden, Ecki. Glaub mir doch, ich bin es nicht gewesen. Erde, Holz, Granit, Cobblestone, Steine und Blätter. Du hast recht. Du warst wirklich die ganze Nacht am Buddeln. Ja, natürlich. Außerdem weiß ich, wer es getan hat. Die Person war ganz klein. Was? Du weißt, wer es getan hat? Die Person war klein? Willst du damit etwa auf Baby-Ekline andeuten? Psst, Baby-Ekline ist es gewesen.
Aber diese Information hast du nicht von mir. Ah! Baby-Ekline ist es nicht gewesen. Baby-Ekline ist klein und süß. Du bist es selber gewesen. Obwohl, du warst wirklich die ganze Nacht im Bollen. Du kannst gehen, alter Jenkins. Ladybug, Ladybug, Ladybug. Raus mit der Sprache. Bist du's gewesen oder nicht? Hast du Königin Elsa mit einem Messer aufgeschnetzelt? Knack, 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 knack. Wolltest du ein Schnitzel aus ihr machen? Kiki, nein, natürlich nicht. Ich bekämpfe doch das Böse. Ich bin eine Superheldin. Ja, 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 ja. Das kann jetzt jeder sagen, ne? Wer es glaubt, wird selig. Kennst du den Spruch? Kiki, guck doch in meine Kiste nach. Ich hab nicht mal ein Messer. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, du hast ja ganz viele coole Sachen hier. Oh, krass. Was kannst du damit machen? Wow! Was ist das alles? Iggy, lass meine Waffen in Ruhe. Damit bekämpfe ich das Böse. Das Böse? Das Böse? Böse! Okay, dann, willst du damit sagen, dass du es nicht gewesen bist, Ladybug? Natürlich nicht. Du musst alles wieder reinlegen, Iggy. Okay, wenn du es dann auch nicht gewesen bist, wer ist es dann gewesen? Iggy, da ist noch eine Person übrig. Iggy, hast du den Fall gelöst? Wer ist es gewesen von den Verdächtigen? Ich hab's immer noch nicht rausgefunden. Von den Verdächtigen, es war keiner verdächtig. Nicht mal Miraculous Ladybug. Moment mal. Baby-Ekline. Weißt du, wer es getan hat? Nein, ich hab keine Ahnung. Und bitte guck nicht in meine Kiste nach. Da sind nur meine Spielsachen. Ich soll nicht in deine Kiste nachgucken? Hm. Ich tu's trotzdem. Eine Puppe? Und ein Puppenhaus? Nee. Baby-Ekline ist es nicht gewesen. Sie spielt hier wirklich nur mit einem Puppenhaus. Oh, das ist aber ein schönes Puppenhaus, Baby-Ekline. Von wem hast du das? Das hat mir Ekline geschenkt. Das ist aber süß. Ich leg's wieder rein. Moment mal. Was ist das denn? Du hast die Fernbedienung geklaut. Und ich habe sie schon den ganzen Tag gesucht. Moment mal, was ist denn da? Ein Messer? Baby-Ekline, ist das etwa ein Messer? Wieso hast du das Messer rausgeholt? Das war eigentlich versteckt in der Kiste. Baby-Ekline, hast du etwa Frozen Elsa abgeschnitzelt? Warst du es etwa? Nein, du musst mir glauben. Elsa, wer hat dich abgeschnitzelt? Iggy, was ist hier los? Ich habe ein Nickerchen gehalten. Elsa? Moment mal, wurdest du nicht weggeschnitzelt? Hä, Quatsch. Ich habe hier nur geschlafen, ich habe hier gechillt. Und was ist das hier für Blut? Das ist Ketchup. Guck doch hinter mir. Ketchup? Oh mein Gott, das ist Ketchup. Elsa, ich dachte, du wurdest weggeschnitzelt. Ich dachte, hier ist Das ist kein Blut, das ist wirklich Ketchup. Oh mein Gott, Leute. Ich dachte, Elsa wurde weggeschnitzelt, aber das ist ja nur Ketchup. Oh mein Gott, Leute. Keiner ist der Verdächtige. Auch nicht du, Baby-Ekline. Der Fall ist aufgeklärt. Ich dachte, Elsa wurde weggeschnitzelt, aber sie hat nur ein Nickerchen gehalten. Oh Mann. Aber hey Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert den Kanal hier. Drückt auch rechts daneben auf die Glocke, damit ihr Teil der Ikigami werdet. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.